white lips and pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, saute. Lights off, basin, struggling to pay rent, long nights, strange men. But they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Ich war früher mal auf einem Konzert und das hat mich sowas von inspiriert, weil der Typ einfach mega Bock hatte, Musik zu machen und auf der Bühne so eine geile Präsenz hatte, dass ich mir gesagt habe, ich schnapp mir jetzt auch meine Gitarre und versuche mal ein bisschen was zu lernen. Ich glaube, dass durch Musik ganz viel passiert, dass viele Emotionen so verwirklicht werden. So, jeder liebt Musik auf die oder die Art. So. Kommerzieller Musik ist wahrscheinlich der größte Unterschied, dass die meisten Straßenmusiker das so von Herzen machen. Das ist so eine Herzensangelegenheit. Die Leute haben Bock, den Leuten ein bisschen was zu präsentieren, gute Laune zu verbreiten. Was bei kommerzieller Musik wahrscheinlich auch so ist, aber da steht halt das auf jeden Fall im Vordergrund. Hannover ist so die Schnittstelle von Deutschland. Wenn du mit dem Zug umsteigst, gehst du vielleicht nochmal eine Stunde in die Stadt. So. Da hat man halt eine riesige Laufkundschaft. Deswegen ist es schon eine schöne Plattform auf jeden Fall. Das Allerschönste war jetzt gerade letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt neben so einer Glühweinbude. Und dann war da so eine Gruppe von 10 Leuten, die mir einfach eine Sektflasche und ein paar Becher in meinen Koffer gepackt haben, während ich gespielt habe. Und ich war ein bisschen überfordert, so wusste nicht genau, was ist. Und habe sie dann, als ich fertig war, gefragt, so, also ich stand noch da, soll ich das alleine trinken? Und dann meinten sie, nee, auf keinen Fall, und sind rübergekommen. Und wir haben eine halbe Stunde gequatscht über Gott und die Welt, ein bisschen was getrunken. Das war so, glaube ich, die schönste zwischenmenschliche Erfahrung auf jeden Fall. Ich wollte schon immer einfach ein Instrument spielen. Eigentlich wollte meine Mutter immer, dass ich Klavier spiele. Klavier war zu teuer, also habe ich eine Gitarre bekommen. Und ich mache das Beste draus. Die Straßenmusik haben immer ein Drive dazu, die machen es einfach. Und viele sagen, oh, würde ich gerne mal machen. Eine Geschichte habe ich, und zwar, da hatte ich am Maschsee gespielt. Und da habe ich einen Mann getroffen, der hieß Ingo. Und der hat mir zunächst erstmal nach dem dritten Lied oder so 10 Euro in den Koffer geschmissen. Das fand ich schon ziemlich cool. Danach wechselt er nochmal und sagt mir, ich muss nochmal ein bisschen Kleingeld bei dir wechseln, wenn ich darf. Klar, er hat dann den 10-Euro-Schein rausgenommen, hat dann einen 20-Euro-Schein reingetan. Und ich so, Moment, gewechselt? Überall. Und soweit ich weiß, ist Hannover auch kulturell sehr aktiv. Und es gibt auch diesen Musik-Gulli, wo Musik rauskommt. Von daher, wir haben Fête de la Musique, was super mega groß ist. Also von daher denke ich, ist es nicht gerade unberechtigt, dass Hannover die Stadt geworden ist. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Kultur kennen, Kultur kennen, Kultur kennen.